Ich muss sagen, die Rätsel sind, also wären natürlich von Stufe zu Stufe zu Stufe immer knackiger. Aber komm, einen gönnen wir uns noch. Eine Stufe gönnen wir uns noch. Oder auch nicht. What? Wo kamen die denn jetzt auf einmal her? Die Beine. Okay. Kann ich jetzt einfach hier wieder raus? Das macht doch gar keinen Sinn. Also, ich bin doch gerade erst... Also, warum soll ich... Hä? Okay. Was ist, wenn ich diesen Knopf drücke? Ah, da fehlen uns Beine. Die müssen wir jetzt erstmal anscheinend suchen gehen. Hallo? Hier haben wir schon mal ein Brett. Nimm mal mit. Was ist das denn? Okay, mit dem Brett können wir nichts machen. Magnet. Okay, okay. Gehen wir erstmal weiter. Was sind denn immer das für so eine Schattenfiguren? Okay, hier ist keine Omi. Okay. Ach, jetzt geht's wieder los. Jetzt. Und es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Kompass. Okay. Was auch immer wir mit dem Kompass machen könnten. Weil da oben ist ja auch noch was. Was ist das? Nein, was ist das für ein... Nein, hörst du jetzt auf. Was ist das für ein Hebel? Ah, schau mal an. Schau mal an. Schau mal. Da können wir doch jetzt bestimmt so hier rein. Genau. Und wir... sind schon wieder in einem Zug. Trompete? Oder Posaune? Was ist... Okay, mit dem Kompass können wir nichts machen. Was ist das hier? Das ist einfach nur ein Stick. Mit dem wir bis dato noch nichts machen können, weil wir hier noch nichts einsetzen können. Okay. Dann... Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier lang renne? Ach, das interessiert ihn gar nicht. Das ist gut zu wissen. Was könnten wir jetzt mit dem Kompass machen? Weil es verändert sich ja nur der mittlere Raum, ne? Also es verändert sich ja nicht dieser Raum. Aber da oben ist noch ein Eingang. Warte mal. Aha. Ey, wer soll denn... Wer soll denn da noch einen Überblick behalten? Kann ich hier noch weiter nach hinten? Nee. Hallo. Wer auch immer Sie sind, ich... Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Seltene Sammler. Alles cool. Alles cool. Da ist... Ich bin nicht da. Alles easy. Alles easy. Okay, tschüss. So, wo geht's denn hier noch weiter? Guck mal, hier können wir noch was mitnehmen. Magnet! Oha. Das sieht auch nach einem sehr bösen Rätsel aus. Mit diesen ganzen Schienen an der Wand. Eieieiei. Gut, da gehen wir aber jetzt noch nicht hin, weil wir haben ja jetzt erstmal gefunden den Schlüssel. So, warte. Und mit diesem wunderbaren Schlüssel können wir doch hier hinten, genau, hier können wir doch jetzt den nicht einsetzen. Das ist toll. Kann ich hier was mit dem Magneten machen? Geil. Das ist irgendwie, also das finde ich schon wieder irgendwo nice. Weil jetzt kann ich die hier so mitnehmen. Ja, ja. Achso. Nee, warte. Du so lang. Flupp.
Du gehst jetzt hier hin. Wie, ich muss die... No! Okay, ich muss erstmal wieder zurück. Okay, warte. Nein, nein, nein. So, jetzt da. Weiter jetzt auch. So. Ja. Jetzt den oben. Den wollen wir nach rechts haben. Jetzt den unten nach rechts. Den können wir jetzt auch nochmal nach rechts packen. Den oben nach da. Den oben. Nee, wir gehen jetzt mit. Nee, doch. Jetzt mit dem oben nach da. Geh mit den unten nach hier. Nimm jetzt den oben. Gehen schon mal hier hin. Okay, so geht's auch. Alter. Wie gesagt, ich bin ehrlich. Mehr Luck als Verstand. War das jetzt so clever? Ah, okay, danke. Und mal blöd gefragt, was habe ich jetzt damit gewonnen? Bis auf, dass ich in diesen Raum kann, den Hebel betätigen kann, das Tor auf und zu machen kann und das war's. Mehr Interaktion habe ich ja hier nicht. Oh, warte. Cool. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was ich mit der Schraube machen soll. Aber wir nehmen sie erstmal mit. Okay, 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 okay. Warte mal, hier kann ich was eindütteln. Kann ich das hier? Nee, Kompass nicht. Das auch nicht. Die Schraube vielleicht? Ja, das ist ja auch eine mega Schraube. Ey, was ist... Also, die Größenverhältnisse sind schon ein bisschen böse. Okay, warte, das funktioniert nicht. Jetzt geht's los. Okay, warte, jetzt muss ich umdenken. Jetzt ist... Das ist ja mal eine fiese Nummer. So. Aufgepasst. Jetzt glaube ich... So, genau. So, jetzt hier nach oben. So, pass auf. Zack. Jetzt mit dir hier hin. Damit ich dich hier habe. Und jetzt... Nein. Und jetzt du. Du. Warte, ich muss... Nein. Ja. Dich jetzt dann hierhin. Du dann hierhin. Dann die Schraube hier rüber. Okay, weil jetzt kann ich nämlich... Ich könnte kotzen. Pass auf. Okay, dann muss ich das jetzt so machen. Ey, das ist doch... Wirklich? Dafür musst du ja ein Studium abgelegt haben, damit du diese Rätsel hier teilweise lösen kannst. Ja, wirst ja mal. Aber irgendwo geil. Also irgendwo gefällt es mir. Und warum kann ich das jetzt da nicht einsetzen? Okay, ich habe jetzt noch zwei Sachen, wo ich was einsetzen kann. Ich habe einen Kompass noch dabei und ich habe dieses blöde Schwert dabei. So, hier wird es nicht sein. Hier waren wir ja schon. So. Also. Kann ich hier noch was machen? Ich sehe es doch schon wieder kommen, dass hier irgendwas noch auf mich zukommt, oder? Aber hier habe ich doch schon alles... Also, den Raum habe ich doch auch schon. Ich noch nicht durch. Ja. Ja. Okay. So, jetzt drehst du dich um und posaunst dich zurück, ne? Okay. So, jetzt ist aber die Frage, was setze ich da ein? Setze ich jetzt da dieses Schwert ein? Oder setze ich da jetzt meinen Kompass ein? Tröte ich mal darüber, Freundchen. Oh, das finde ich okay für mich. Ist völlig cool. So, was kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt... Ja,
genau. Und weiter? War das doch nicht richtig? Also, kann mir ja keiner erzählen, war das jetzt nicht richtig, oder? Warte mal. Oh, Chat, helft mir mal. Habt ihr euch die Symbole gemerkt? Wie sah das jetzt aus? So, warte mal, wir gucken erstmal hier uns den ersten an. Ja, Kacke. Da ist das Runde oben. Und links und rechts ist so. Okay, da merken wir uns. Runde oben. Das heißt wahrscheinlich beide Runde nach oben und dann die anderen. Okay. Ich sage jetzt nicht, wonach das eigentlich aussieht. Ich lasse es machen. Wir wissen Bescheid, genau. Kann ich mir denken. Ach, ist das schön, wenn man manchmal so einfach nur 12 Jahre alt ist. Dann setzen wir jetzt nochmal den Schlüssel hier ein. Und. Nee. Du kommst nach da. Nee. Alter, ist aber hier. Beruhig dich. So, du kommst nach da. Du bleibst da. Du kommst auch nach da. Und du kommst nach da. So. Schlüssel Nummer 1 gebaut. Ja, nice. Und ich kann ihn wieder. Okay. Ich sollte ihn vielleicht nicht wieder mitnehmen. Ich sollte erstmal setzen und erstmal gucken gehen. Vielleicht finden wir ja nochmal so einen Schlüssel. Kann ja auch sein. Toll. Wo bin ich hier? Okay, kein Strom. Kompass? Was? Okay, jetzt haben wir Strom. Ach du. Ach, nee, komm, bitte nicht. Okay. Wie kriege ich jetzt da das Rädchen, das... Ach nee, warte mal, hier habe ich ja noch ein Rädchen. Okay. Also das ist... Da müssen wir hin. Das heißt, ich muss jetzt das Rädchen nehmen. Ich muss erstmal die Grundstellung hinbekommen. Warte mal, ich muss ja ganz kurz gucken. Das ist nicht. Okay, die Leitung geht dann hier vorne hin, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Genau, also wir müssen gucken, dass wir das nach da kriegen. Okay. Das heißt, wir brauchen das so. Okay. So. Achso, nee, warte mal, wenn wir das aber so haben, dann geht die Leitung unten weiter. Okay, und dann müssen wir unten weiter ansetzen. Okay, nein. So, weil dann müssen wir nämlich hier die Verkabelung so hin. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay, wir müssen die so hinbauen, dann geht die weiterhin unten lang, weil ich den Raum auch noch anpassen muss. Meine Güte, ey, wie viel ich anpassen muss. Okay. Das wäre jetzt schon mal richtig. So, das wäre so. Das ist aber falsch. Aber eigentlich müsste ich das so bauen. Das heißt, das hier ist das Richtige. Weil erst jetzt sind die connected, genau. Jetzt kann ich nämlich den. Haha! Richtig? Richtig! Was seid ihr für. Viecher? Oh ja, wir haben ja unser erstes abgetrenntes Bein, was wir ja brauchen für den Fahrstuhl. Für den ganz am Anfang, den Fahrstuhl. Für die Leute, die es verpasst haben. So, damit haben wir jetzt aber das Rätsel gelöst. Was ich gut finde. Jetzt können wir nämlich wieder zurück und können jetzt uns den Schlüssel hier nämlich wieder mitnehmen. Und jetzt gehen wir nämlich mal gucken, was wir auf der anderen Seite hatten. Und hier sind einfach die runden Dinger. Einfach nur links und rechts. Okay. Das kriegen wir aber auch hin. Also links und rechts die Rundung. Cool. Wir gehen hier wieder rein. Jetzt kommt wieder unser Joystick.
Also ich bin ehrlich, danach brauche ich erstmal eine kurze Pause, kopftechnisch, weil, ey, das ist gar nicht mal so untricky. Ja, das ist jetzt schön, dass da eine Tür aufgegangen ist, aber wie komme ich jetzt da rein? Ich kann den Raum ja nicht drehen. Und an der Waschmaschine kann ich anscheinend nicht lang gehen. So, hier kann ich auch nicht... Ey, dass du so umdenken musst im Schädel, das ist... Alter, wer kommt denn da drauf? Hallo, Beinchen. Ey, das ist wirklich, das zerreißt meinen Kopf. Also, dieses mehrfach räumliche Umdenken mit Jo und hier... Und ich bin der Meinung, also räumlich denken... Glaube ich, dass ich das kann. Was passiert? Aber das ist mal ein ganz anderes Niveau hier. Aber irgendwo macht es Spaß. Ich wiederhole mich da gerne. Also irgendwo hat es was. Aber ist halt auch nicht ganz so einfach. So, und jetzt können wir wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Juhu! Auch creepy. Einfach so irgendwelche Beine, die wie eine Art Dynamo den Fahrstuhl nach oben transportieren. Hopp. Ich meine, es ist Energiespar. Ist zwar energiesparend, aber okay. Alter. Okay. Renn da durch! Renn! Okay, aber die ist weg, ne? Zu weg? Ey, ich mach doch jetzt nicht so. Okay. Also. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Doch jetzt gar keinen Sinn, also wenn ich das jetzt kaputt mache, ja, dann stürzt alles über mich ein. Was ist, wenn ich hier raufdrücke und ganz schnell nach hinten renne? Okay, ich war zu langsam. So scheiße. Okay, ist aber eine Taktik. Ich weiß zwar noch nicht, wohin mich diese Taktik führt. Ich meine, hier vorne haben wir einen Safe Point, ne, weil über uns ist nichts. Probieren wir aus. Ich hätte jetzt nur gedacht, es wäre vielleicht einfacher, gegentreten und rüberrennen. Ganz schnell nach vorne laufen ist... Ding, Freund! Hörst du auf! Hört doch nicht! Nein! Lass mich! Nein! Mann! Was ist denn euer Problem? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Und jetzt kommt wieder die Oma, ey. Das Spiel war so entspannt. In Anführungsstrichen, bis auf die... Rätsel. Lass mich raten, ich muss jetzt hier echt... Jo. Das war nicht schlecht. Also mal. Hört doch mal! Jetzt auf einmal kann die laufen! Ich wollte gerade kurz durchatmen und mit dem Chat kurz quatschen. Hör doch!
Andere Richtung? Wie? Andere Richtung? Was? Warte, wir lassen den hier triggern. Flup. Wo? So. Wir haben kurz Zeit. Auf dem Turm. Bianca, was meinst du mit andere Richtung? Egal? Nee. Finde ich nicht. Aber die Omi stresst mich. Ich weiß nur nicht, was machen wir, wenn wir unten sind? Du machst das schon, lol. Ist schon vorbei. Okay. Okay, komm, wir geben unser Bestes. Jetzt rastet die wieder aus, die Oma. Hör auf! Warte. Hier war doch irgendwas, was mir auf den Kopf gefallen ist. Muss ich jetzt denn wieder zurück? Ich hätte jetzt eher gedacht, ich muss rüberspringen. Jetzt hätte ich fast den Tobi vergessen. Ja, hast du dir so gedacht? Du warst aber auch ganz knapp an mir dran. Ami stresst die auch. Das kann ich mir vorstellen. Oh, jedes Mal erschrecke ich mich auch dabei. Also. So, flug. Kann ich jetzt hier einfach. Ey, komm doch mal auf die Idee, dass du wieder zurückläufst, damit du die Wand runterrennst. Okay. Warum auf dem Kopf jetzt? Hör doch auf, mich immer abzuschießen. Und dieser Creepy da hinter mir, ey. Macht auch nicht so. Okay, also Desiato nur gerade auslaufen. Ja, ihr trefft nicht. Ihr seid blind wie die Nappels. Okay, wir machen jetzt. Was? Machen wir jetzt Matrix hier? Nope. Okay, Brücke fällt Stück für Stück im Slow Motion auseinander. Ja. Wir haben es aber gleich geschafft. Da ist eine Monstertür. Ja, safe. Haben wir es geschafft? Sind wir jetzt durch? Was kommt jetzt? Ja, bitte, jetzt lass nicht die Oma nochmal kommen. Im Rollstuhl. Die war jetzt. Bitte nicht. Was? Was war das für ein Geräusch? Und das Kinderschreien. Lol, das war das ganze Game? Okay. Also, ich muss sagen, das Spiel hat mir echt gut gefallen. Und ich habe den Himmel erreicht. Genau, geh nicht ins weiße Licht. Aber, war mal was anderes. Krass. Also, gerade dieses räumliche Denken mit den Rätseln. Heftig. Muss ich wirklich sagen. Und ohne die Unterstützung vom Chat, glaube ich, wäre ich auch bei manchen Sachen nicht weitergekommen. Aber, krass. Ja. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der heutigen Folge. Und lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Habe ich zwar schon gesagt, aber ist egal. Und wir sehen uns einfach wieder bei einem nächsten Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.